Sie machen hier ja heute Speed-Dating im Ausstellungszelt. Was versteht man denn unter Speed-Dating? Sollte man sich das wie den Bachelor heutzutage vorstellen? Also das hat wirklich ganz wenig mit Dating zu tun. Es geht um das Prinzip vom Speed-Dating, dass Leute eine Minute oder zwei Minuten ganz kurz in den Austausch kommen und dann klingelt eine Glocke und dann rutschen die einen weiter. Einfach, dass man verschiedene Leute kennenlernt und sich austauscht. Wir im Freiwilligenzentrum sind eine Anlaufstelle für Menschen, die sich engagieren möchten und die was verändern möchten. Und deswegen sammeln wir hier auch bei dieser Ausstellung die ganzen Ideen und ja, wie soll Fürth in 20, 30 Jahren ausschauen und was wollen und können die Leute auch dafür selber tun. Und die Ideen wollt ihr dann aufschreiben, weil ihr habt diese coolen Boards hier hinten stehen? Ja. Genau, das wird alles gesammelt und wir entwickeln hier eine wunderschöne Riesenausstellung mit wahrscheinlich 1000 Ideen und Wünschen und auch Anregungen, was Leute selber verändern und tun wollen. Okay, dann sehen wir uns später beim Speed-Dating. Alles klar. Super. Also Julie, du hast ja gerade beim Speed-Dating teilgenommen. Was waren deine Eindrücke davon? Also ich fand, es war sehr gut und es hat sich gut angefühlt, sich mit den Leuten über solche Themen zu unterhalten und die Meinung von anderen zu erfahren zu dem Thema. Würdest du es nochmal machen und warum oder warum nicht? Ja, ich denke schon, weil das hat was bewirkt. Also man hat eben die Meinung von den anderen auch erfahren und ich fand's gut und ich fand's schade, dass leider nicht so viel mitgemacht haben, aber ja, ich würde es nochmal machen. Und hast du deinen Lover gefunden? Und im Endeffekt fandest du es jetzt eine effektive Weise, Leute kennenzulernen und hat es dir was geholfen? Ja, schon. Also man konnte sich eben sehr gut unterhalten, weil man das Thema vorgegeben hatte. Aber jetzt spezifisch zum Leute kennenlernen, so für die Zukunft ist, denke ich, nicht ganz so geeignet, aber wer weiß.